schwebt er wie eine Ratte auf einem sinkenden Schiff. Ihr habt Fragen an Ormus und zweifelt an euch selbst? Ormus sieht einen seltsamen Zwiespalt in euch, wie in allen potenziellen Helden. Sprecht mit ihm und er könnte euch Weisheit gewähren. Oder wendet euch von ihm ab und sucht selbst nach Weisheit. Guten Tag. Hallo, hallo. Ihr müsst ein großer Abenteurer sein, wenn ihr riskiert, hierher zu kommen. Mein Name ist Ashara. Ich bin die Anführerin der Söldnerbande von Magiern, die als Eisenwölfe bekannt sind. Wir jagen schon seit Monaten Dämonen im Dschungel, aber so viele wir auch besiegen, es kommen immer wieder neue. Es scheint, als wäre der ganze Ort vom Bösen überrannt worden. Es gibt Gerüchte, dass ihr gekommen seid, um zu helfen. Wenn das stimmt, überlasse ich euch einige meiner Söldner. Aber seid vorsichtig. Wenn ihr es euch mit denen verderbt, können sie schlimmer als manche der Monster aus dem Dschungel sein. Verdammt, ich wünschte mir, ihr würdet mich einfach alle in Ruhe lassen. Ihr seid neu hier, stimmt's? Ich bin Alcor, der Alchemist. Ich stelle Tränke und Salben her und kann welche verkaufen, wenn ihr sie wirklich braucht. Aber lasst das nicht zur Gewohnheit werden. Ich lasse mich nicht gern stören, wenn ich studiere. Ich hoffe, euch stört. Ich habe das legendäre Kurast seit Jahren nicht mehr betreten. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so verwahrlost sein könnte. Das muss Mephistos Werk sein. Ihr solltet euch auf den Weg machen. Diablo und Baal sind noch da draußen und ihr müsst sie finden. Mehr tragen. Thank you.
nicht noch mehr tragen. Noch mehr tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen.
überladen. Überladen.
In Lut-Golain hat mir Meshif gesagt, dass er Jadefiguren liebt. Auf seinen Handelsreisen hat er eine erkleckliche Zahl solcher Statuen gesammelt. Ich würde ihm eure Figur zeigen. Vergesst nicht, dass eure Hauptaufgabe hier in Kuras darin besteht, Mephisto zu vernichten. Die alten Horadrim kerkerten den Herrn des Hasses im Inneren des Wachtturmes ein, der sich in der Tempelstadt Travinkal befindet. Wisset, die einzige Möglichkeit, in Mephistos Kerker einzudringen, besteht in der Zerstörung eines Artefaktes, das hypnotische Kugel genannt wird. Mephisto benutzte dieses Artefakt, um die Zakarum-Priester und deren Anhängerschaft zu manipulieren. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Kugel zu zerstören. Man benötigt dazu einen alten Kultflegel, der durch einen Zauber mit dem Geist eines standhaften Priesters getränkt wurde. Schon bald nach seiner Einkerkerung ließ Mephisto seinen üblen Einfluss auf die Priesterschaft der Zakarum wirken. Alle wurden auf seinen dunklen Weg gezogen. Alle bis auf einen, Kalim, den Kehegan des Hohen Rates. Mephisto befahl den anderen Ratspriestern, Kalim zu erschlagen und zu zerstückeln und seine Überreste dann im ganzen Königreich zu verstreuen. Der Priester Sankekur folgte Kalim als Kehegan nach und wurde schließlich zu Mephistos Verkörperung hier auf der Ebene der Sterblichen. Der korrumpierte Hohe Rat schuf eine Kugel, um den Rest der gläubigen Zakarum-Anhänger zu steuern und benutzte seine Macht, um das Lager ihres Herrn vor sterblichen Augen zu verstecken. Eure Aufgabe besteht darin, Kalims überall verstreute Überreste zu suchen. Sein Herz, sein Gehirn und sein Auge. Dann müsst ihr Kalims Flegel und seine Relikte mit Hilfe des Horadrim-Würfels verzaubern und in Kalims Willen verwandeln. Ist dies geschafft, müsst ihr die hypnotische Kugel mit Kalims Willen zerstören, um den Weg ins verderbte Heiligtum von Mephisto zu öffnen.